Der Experte erkennt sofort, es ist ein einzigartiger Fund aus der Zeit der Germanen, aus der Zeit der Völkerwanderung. Der Reiterstein von Hornhausen zeigt einen germanischen Krieger mit Schwert, Lanze und Schild. Heute lässt sich mit Hilfe antiker Quellen und moderner Wissenschaft vom Leben eines germanischen Kriegers aus der Zeit der Völkerwanderung erzählen. Nennen wir ihn Radulf. Dies könnte seine Geschichte sein. Unser König Hilderich war tot. Er saß nun mit den anderen Helden an der Seite Wodans in Valhall. Aus dem ganzen Land waren seine Krieger nach Tournai im Norden Galliens gekommen, um nach altem Brauch seinem Sohn die Treue zu schwören. Wir nannten uns Franken, die Mutigen. Die Gefährten aus manchem Kampf sah ich hier wieder. Chlodwig, unser neuer Herrscher, war gerade einmal 16 Jahre. Von nun an würden wir als seine Gefolgsleute in den Kampf ziehen. Wie einst seinem Vater Childerich schworen wir ihm die Treue. Der Frankenkönig Childerich stirbt im Jahr 482 nach Christus. Sein Lieblingspferd wird ihm mit ins Grab gegeben. Es soll ihn nach Valhall, an den Ort der toten Krieger, bringen. Childerich ist nach urgermanischem Brauch in einem Hügelgrab bestattet. Ein weithin sichtbares Zeichen der Macht und Größe des fränkischen Königs. Kostbare Grabbeigaben aus römischer Fertigung bezeugen, Childerich stand in einem Bündnis mit Rom. Auf seinem Siegelring steht in lateinischer Sprache Childerici Regis. Dieser Ring gehört König Childerich. Ein Zeichen der Macht nach dem Vorbild römischer Herrscher. Der Ring wird wie die anderen Beigaben im Pariser Cabinet des Médailles verwahrt. Bisher glaubte man, der Ring sei ein Geschenk aus Rom, ein Zeichen der Anerkennung des Frankenkönigs durch das Römische Reich. In erster Linie handelt es sich um einen Gebrauchsgegenstand. Es ist ein Siegelring. Mit ihm wurden Urkunden beglaubigt. Der Ring dokumentiert Childerichs weltliche Macht inmitten des Römischen Reiches. Aber die Verzierung dieses Rings ist ziemlich schlecht gearbeitet, ebenso wie die lateinische Inschrift auf dem Porträt. Er ist also wahrscheinlich an seinem Hof, am germanischen Hof des Childerich hergestellt worden. Im Gegensatz dazu stehen die übrigen Schmuckstücke. Sie sind sehr viel reicher gestaltet und von deutlich besserer Qualität. Offensichtlich wurden sie woanders gefertigt. Das Frankengrab Childerichs wurde 1653 entdeckt. Bei einem Einbruch im 19. Jahrhundert wurden die meisten Fundstücke geraubt. Aber dank detaillierter Zeichnungen der Archäologen lässt sich der Childerich-Schatz heute wieder rekonstruieren. In Gold gefasste Almandine, rote Granatsteine verzieren die Langschwerter König Childerichs. Sie sind römisch. Vielleicht waren sie Geschenke Roms an den verbündeten König, auf dessen Krieger das Imperium angewiesen war. Als typische Waffe der Franken nahm Childerich eine Franziska, die gefürchtete Wurfaxt, mit ins Grab. Attribute, die ihn als erfolgreichen Heerführer kenntlich machen. Unter ihm hatten die Franken im römischen Gallien Land erobert. Dafür wurde Childerich nach germanischem Brauch auf dem Schild zum König erhoben. Eine Sagengestalt aus dem Rhein, halb Stier, halb Mensch, soll der Stammvater der Childerich-Dynastie sein. Münzen aus dem Schatz bezeugen die Handelskontakte der Franken bis Rom und Konstantinopel. Besonders auffällig sind die Almandine. Die roten Granatsteine waren weder in der germanischen noch in der römischen Welt verbreitet. Woher stammen die exotischen Halbedelsteine? Im Labor des Louvre werden sie mit einer sogenannten Röntgenstrukturanalyse untersucht. Die Geophysiker ermitteln für die roten Granatsteine aus dem Grab einen geologischen Fingerabdruck. Die chemische Zusammensetzung soll analysiert werden.
Wie hoch ist der Eisen, wie hoch der Aluminiumanteil? Die Mengen und die chemische Zusammensetzung verraten die Herkunft der Steine. Die Geophysiker finden heraus, die Almandine stammen aus Indien. Das zeugt von weitreichenden Verbindungen in der Spätantike. Damals hatten Germanen Rom bereits mehrmals überrannt, das Imperium zerstört. Nur in Konstantinopel, der Hauptstadt Ostroms, herrschten noch Kaiser. Im Jahr 375 fallen Hunnen in das Gebiet der Germanen ein. Die germanischen Stämme drängen in das geschwächte Imperium. Die Völkerwanderung beendet die glanzvolle Epoche des größten Weltreiches der Antike. Unter den Germanen beginnt der Kampf um das gewaltige Erbe des Imperiums. Bei Zülpich, dem antiken Tolviacum, streiten Franken und Alemannen vermutlich im Jahr 496 um die Vorherrschaft am Rhein. Der Bischof und Chronist Gregor von Tours schreibt über die Schlacht: Als die beiden Heere zusammenstießen, kam es zu einem gewaltigen Blutbad. Chlodwig war nahe daran, völlig vernichtet zu werden. Seit vielen Jahren kämpfte ich an der Seite meines siegreichen Königs Chlodwig. Verließ uns Wodan? War er auf der Seite unserer Feinde, der Alemannen? Auch Chlodwig schien dieses Mal an seinem Siegerglück zu zweifeln. Im Angesicht des Untergangs, so berichtet Gregor, fällt Chlodwig eine Entscheidung von historischer Tragweite. Während seine Krieger zu ihren germanischen Göttern beten, wendet er sich an einen fremden Gott. Jesus Christ, gewährst du mir jetzt den Sieg über diese Feinde, so will ich an dich glauben und mich taufen lassen auf deinen Namen. Nur entreiße mich erst aus der Hand meiner Widersacher. Eine verzweifelte Attacke sollte das Blatt doch noch wenden. Seine treuesten Gefolgsleute griffen an. Dieses Mal ging es um alles oder nichts. Und tatsächlich gelang es uns, die Alemannen aufzuhalten. Eine spätantike Quelle berichtet: Sowohl zu Pferd als auch zu Fuß sind die Franken gewaltige Nahkämpfer. Mit Leichtigkeit verachten sie den Tod. Ihre Angriffe tragen sie energisch und furchtlos vor. Feigheit kennen sie nicht. Plötzlich sah ich den Anführer der Alemannen. Meinen Waffengefährten galt ich als einer ihrer besten Axtwerfer. Wodan sollte meine Franziska ins Ziel führen. Gregor von Tours berichtet: Als die Alemannen aber ihren König getötet sahen, unterwarfen sie sich Chlodwig. Schon in der Spätantike war die fränkische Wurfaxt legendär. Im Technologiezentrum für Waffen und Munition der Bundeswehr in Meppen soll die Wirkung der Franziska überprüft werden. Sind Berichte wie die des antiken Historikers Prokop glaubwürdig? Als die Franken durch den Wurf ihrer Äxte viele Gegner zu Boden streckten, wandten sich diese zur Flucht. Bei dem Experiment soll die Wirkung der Franziska an einem Dummy ermittelt werden. Konnte die Wurfaxt auf größere Distanz wirklich Gegner töten oder war sie für den Fernkampf untauglich, wie manche Historiker vermuten? Aus 10 Metern wird ein getreuer Nachbau der germanischen Axt auf den Dummy geworfen. Die Rotation der Franziska hält sie in einer stabilen Bahn. Für die Wirkung ist nicht nur das Gewicht ausschlaggebend, auch die Geschwindigkeit. Beim Aufprall überträgt sich die gesamte Energie auf einen Punkt. Mit verheerenden Folgen.
Bei der Auftreffgeschwindigkeit von 12 Meter pro Sekunde beziehungsweise eben 45 Kilometer pro Stunde ist es so, dass man derartige Verletzungen zu erwarten hat. Wir sehen hier also eindeutig die schneidende und zertrümmernde Wirkung der Wurfaxt, also eine kumulative Wirkung aus den Effekten einer Schnitt- und einer Schlagbelastung. Ganz konkret hier ist also ein offenes Schädel-Hirn-Traumata zu erwarten, das in diesem Fall wohl mit größter Wahrscheinlichkeit nicht überlebt worden wäre. Die Fernwaffe mit der tödlichen Wirkung fehlte in keinem Grab eines Frankenkriegers. Auch der sogenannte Herr von Morken ließ sich mit allem bestatten, was seinem adligen Status entsprach. Zwischen den Zähnen hält er eine Münze. Nach griechisch-römischem Brauch die Bezahlung für Charon, den Fährmann in die Unterwelt. Neben dem Toten liegt ein Langschwert, wie es um das Jahr 500 bei allen Germanenstämmen im Gebrauch ist. Im Landesmuseum Stuttgart werden Langschwerter der Franken und Alemannen aufbewahrt. Anhand von Röntgenbildern kann Klaus Kokotidis ermitteln, wie und woraus die Schwerter geschmiedet sind. Die Aufnahmen zeigen, dass die Schwertklingen aus Lagen verschiedener Eisen bestehen. Damaszierung lautet der Fachbegriff für diese Königsdisziplin der Schmiedekunst. Warum betrieben die Germanen mit ihren Schwertern solch großen Aufwand? Bei den Franken und Alamannen war das Schwert ein Statussymbol. Mit goldbelegten Griffen, aufwendig damasziert, oft mit Namen versehen. Diese Schwerter zeugen vom Status ihrer Träger und sind oftmals nicht einmal mehr im Kampf einsetzbar. Das Schwert bleibt die ranghöchste Waffe bei den Germanen. Nur den Anführern und den mutigsten Kriegern ist es erlaubt, ein solches Schwert zu tragen. Die Schlacht gegen die Alemannen bei Tolbiacum war gewonnen. Aus tiefster Seele dankte ich Wodan, unserem Gott des Krieges. Chlodwig aber hatte sich von ihm abgewandt und dankte dem Gott der Christen. Die Schlacht bei Zülpich entscheidet nicht nur über die Macht am Rhein. Chlodwig ist der erste Frankenkönig, der sich zum christlichen Glauben bekennt. Damit bewirkt er eine entscheidende Wende in der Geschichte Europas. In der französischen Nationalbibliothek studiert Michel Rouge mittelalterliche Handschriften zur Schlacht von Zülpich. Die Erinnerung an den Sieg Chlodwigs bleibt im christlichen Abendland über Jahrhunderte lebendig. Denn eine einzige Schlacht änderte den Lauf der Geschichte. Die Schlacht von Zülpich war die Gelegenheit für Chlodwig zu sehen, in welchem Ausmaß sein Sieg gegen die Alemannen als eine Niederlage Wodans, des Kriegsgottes, interpretiert wurde. Dies gibt ihm schlagartig Autorität über die germanischen Stämme, die er mit den Gallo-Romanen zu vereinen versucht. Dort, in Zülpich, trifft er seine persönliche Entscheidung, Christ zu werden. Und alle großen Siege, die folgen, sind das Resultat dieser Schlacht. Kreuz und Schwert. In dieser Zeit war das kein Widerspruch. Chlodwig wird zur Idealgestalt der christlichen Könige des Mittelalters. Als Eroberer verändert er das Bild Europas. Das fränkische Kleinreich seines Vaters Childerich wird unter seiner Führung eine europäische Großmacht. Im Zeichen des Kreuzes reiht Chlodwig Sieg an Sieg. Die Kathedrale von York in England. Hier begann der Siegeszug eines Römers, der Chlodwigs Vorbild werden soll. Konstantin. Im Jahr 306 ließ er sich hier von seinen Truppen zum römischen Kaiser ausrufen. 6 Jahre später kämpft Konstantin an der Milvischen Brücke in Rom um die Macht im Imperium. Er kann die Schicksalsschlacht am Tiber für sich entscheiden. Nach der Schlacht wird zu Konstantins Ehren ein Siegesbogen errichtet, der seine Taten verherrlicht.
Eine Legende berichtet, dass es der Gott der Christen war, der ihm zum Sieg verhalf. Vor der Schlacht soll ihm ein Kreuz mit dem Christusmonogramm erschienen sein. In diesem Zeichen wirst du siegen, lautete die Botschaft. Konstantin wird der erste Kaiser, der sich zum christlichen Glauben bekennt. Mit der sogenannten konstantinischen Wende beginnt der Siegeszug des Christentums. Der Kaiser schützt fortan die Christen in seinem Reich und gibt ihnen Religionsfreiheit. Unter seinen Nachfolgern wird das Christentum römische Staatsreligion. Tempel werden in Kirchen umgewandelt. Von Rom aus verbreitet sich bis zum 5. Jahrhundert der neue Glaube im ganzen Reich. Auch in Gallien, wo nach der Schlacht von Zülpich die Franken herrschen. Am Hofe Chlodwigs feierten wir unseren Sieg nach alter Vätersitte. Ich hatte den Ehrenplatz neben dem König. Doch dann erschien ungewöhnlicher Besuch. Es war Remigius, ein römischer Adliger und christlicher Bischof. Ich war überrascht. Chlodwig hofierte den christlichen Römer. Er forderte mich auf, meinen Platz an seiner Seite zu räumen. Chlodwig erkennt, dass er im eroberten Gallien mit den einheimischen Mächtigen kooperieren muss. Nur mit deren Hilfe kann es ihm gelingen, ein dauerhaftes Reich zu schaffen. Auch ein einheitliches, schriftlich fixiertes Recht soll das Reich festigen. Die Lex Salica. Eine frühmittelalterliche Abschrift befindet sich in der Stiftsbibliothek von St. Gallen. Die Lex Salica wurde von fränkischen Rechtskundigen diktiert und von Römern aufgeschrieben, denn die Franken waren Analphabeten. Der Rechtshistoriker Klaus-Dieter Schott ist Experte für die ersten germanischen Gesetzestexte. Zwar hatten schon andere Germanenkönige vor der Lex Salica das Stammesrecht von Römern aufschreiben lassen. Doch anders als die Gesetzestexte der Goten und Burgunder, die sich an das römische Recht anlehnen, sind die Bestimmungen der Lex Salica ausschließlich germanischen Ursprungs. Gleich das Vorwort befasst sich mit einem urgermanischen Problem: der Blutrache. Es ist vereinbart unter den Franken, dass sie alle Blutfäden unterbinden und die anderen Völker auch durch ihr schriftliches Recht übertreffen sollten. Während die anderen germanischen Völker sich in das Römische Reich integrierten, sind die Franken das erste größere Volk, das sich emanzipierte und auf Selbstständigkeit bestand. Vielleicht ist die Lex Salica ein Dokument dafür, dass sie ihre Selbstständigkeit gegenüber Rom behaupten wollen. Chlodwig jedenfalls gibt zu erkennen, dass er als König die Nachfolge des Römischen Reiches antreten will. Und als König nimmt Chlodwig sich auch das Recht, über allen Gesetzen zu stehen. Wie Chlodwig es mit dem Stammesgesetz der Franken hielt, überliefert Gregor von Tours in der Krug-Legende. Nach einem erfolgreichen Feldzug sollte die Beute nach altem Brauch unter den Kriegern aufgeteilt werden. Der Bischof Remigius war mittlerweile ständig an der Seite unseres Königs. Als die Wahl eines meiner alten Kriegsgefährten auf einen Krug fiel, mischte sich plötzlich Remigius ein. Er sei aus einer Kirche geraubt. Er fordere ihn für die Kirche zurück. Doch mein Kriegsgefährte wollte nicht auf sein Recht verzichten.
Über die weiteren Ereignisse berichtet Gregor. Der Mann bückte sich, der König holte mit seiner Axt aus und erschlug ihn. Dabei sagte er, genau so hast du es mit dem Krug gemacht. Allen jagte er durch diese Tat gewaltige Furcht ein. Darauf ließ Chlodwig das Heer nach Hause ziehen. Anders als bisher die Könige der Germanen, die noch Erste untergleichen waren, fordert Chlodwig bedingungslosen Gehorsam von seinen Männern. Der Frankenkönig bricht nicht nur mit dem Götterglauben der Germanen, er stellt sich auch über altes germanisches Recht. Chlodwig war zweifellos ein brutaler Herrscher aus heutiger Sicht. Jedenfalls schildern die Quellen ihn als brutalen Gewaltmenschen. Das Beispiel mit dem Krug macht das in aller Deutlichkeit klar, wo er, jedenfalls aus heutiger Sicht, wegen einer Lappalie einen Soldaten selbst hinrichtet vor dem gesamten Heer. Wir wissen auch von anderen Fällen, dass er die anderen rivalisierenden Kleinkönige umbringen ließ oder sogar selbst enthauptete, und selbst vor der Ermordung von Verwandten schreckte er nicht zurück. Das ist das eine, die eine Seite des Bildes. Die andere Seite ist die, dass er ein charismatischer Anführer war, dass er Anerkennung fand aufgrund seiner militärischen Erfolge bei seinen Landsleuten, den Franken, aber auch bei der gallorömischen Bevölkerung und insbesondere bei den gallorömischen Bischöfen, die ihn, jedenfalls nach seiner Bekehrung zum Christentum, dann als ihren Gefährten betrachteten. Mich hielt nichts mehr beim König. Ich verließ sein Gefolge. Im Grenzland fiel ich geradewegs einigen Alemannen, unseren Todfeinden, in die Hände. Diesmal ließ Wodan mich im Stich. Ich war jetzt ein Gefangener der Alemannen. Die Götter waren launisch. Vom Herrn war ich zum Knecht geworden. Ich ahnte, welches Los mich als Sklave der Alemannen erwarten würde. Wir Franken machten es mit unseren Gefangenen ja nicht anders. Im 5. Jahrhundert entsteht eine neue Schicht in Germanien, Berufskrieger. Während sie sich auf den Schlachtfeldern Ruhm und Reichtümer verdienen, lassen sie Sklaven auf ihren Landgütern arbeiten. Es sind vor allem Kriegsgefangene, aber auch verschleppte Römer. Für die Herren auf dem Berg musste ich mit meinen Mitgefangenen Feldarbeit verrichten. Wir schufteten auf den Äckern im Tal, während sich unsere alemannischen Herren oben auf ihrem Berg von den Feldzügen erholten. Anders als die Franken bilden die Alemannen im 5. Jahrhundert kein Großreich. Sie grenzen sich räumlich voneinander ab und errichten ihre Residenzen auf sogenannten Höhenburgen. Eine davon lag auf dem runden Berg bei Bad Urach, mitten auf der Schwäbischen Alb. 250 Meter über dem Tal siedeln die Alemannen auf dem Hochplateau. Der Anstieg ist mühsam und steil. Trotzdem sind Höhenburgen beliebte Wohnsitze der germanischen Elite. Die besiedelbare Fläche auf diesem Hochplateau ist einen halben Hektar groß. 200 Alemannen leben hier im 5. Jahrhundert. Von der Besiedlung ist nicht viel geblieben. Anhand der Anzahl der Pfostenlöcher in der Erde vermuten die Archäologen, dass hier einmal 6 oder 7 Häuser standen. Wahrscheinlich ein Herrenhof mit mehreren Nebengebäuden. Es war für die Archäologen keine leichte Aufgabe, aus dem Gewirr der Pfostenlöcher die Siedlung zu rekonstruieren. Aber so könnte sie einmal ausgesehen haben. Neben den Wohnhäusern gibt es auch Gebäude für die Hauswirtschaft und eine Webstube für die Textilherstellung. Vor allem Frauen arbeiten hier oben.
Eine Wallanlage aus Palisaden schützt die Bewohner vor Eindringlingen. Auch die Hänge sind besiedelt. Hier unten lebt und arbeitet der niedere Stand, die Handwerker. Sie verarbeiten Metalle. Oben residiert der Herr mit seiner Familie und seinem Gefolge. Hier werden nicht nur Luxusgüter gehortet, sondern auch hergestellt. So wie diese kostbaren Fibeln. Goldschmiede fertigten die Gewandspangen für die Bewohner des Runden Berges. Für die Archäologen ein Beweis, hier hatte ein Alemannenfürst, vielleicht sogar ein Kleinkönig, seinen Sitz. Vielleicht schmolzen die Goldschmiede Beute aus ihren Kriegszügen für den Schmuck ein. Sicherheit gepaart mit repräsentativer Lage. Höhenburgen werden zu beliebten Wohnsitzen der germanischen Elite. Ein Modell, das Schule macht. Einige hundert Jahre später werden die Bergkuppen erneut besiedelt, diesmal von den Rittern des Mittelalters. Nach einem Tag voller Mühen und Entbehrungen kehrten wir abends auf den Berg zurück, meine römischen Leidensgenossen und ich. Zu unserem Glück sahen manche Alemannen nicht nur Sklaven in uns. Ein Mädchen hatte wohl Mitleid und gab uns zu trinken. Ihr Name war Frieda. Dann geschah etwas Merkwürdiges. Die junge Alemannin steckte einem meiner Mitgefangenen heimlich einen Ring mit einem Kreuz zu. Er hieß Vitus. Quellen überliefern, dass es oft römische Gefangene sind, die den christlichen Glauben in der germanischen Welt verbreiten. Vor allem bei germanischen Frauen findet das Christentum viele Anhänger. Den Glauben geben sie an ihre Kinder weiter. In vielem waren die Alemannen uns Franken sehr ähnlich. Das Spiel der Leier erweckte Erinnerungen in mir. Wie oft hatten wir am Hofe Chlodwigs zusammengesessen, hatten gefeiert und gelacht. Für kurze Zeit vergaß ich mein trauriges Los. Im Jahr 2001 wurde in einem Alemannengrab bei Trossingen eine Leier aus dem 6. Jahrhundert gefunden. Sie ist vollständig erhalten. Eine archäologische Sensation. Barbara Theune-Großkopf untersucht die germanische Leier. Das Instrument weist deutliche Gebrauchsspuren auf. Anscheinend wurde häufig auf ihm gespielt. Das Leierspiel war fester Bestandteil des germanischen Gastmahls, wo die Krieger zusammensaßen, tranken, Lieder sangen. Die wurden entweder vorgetragen vom Hausherrn selbst, von Königen ist das durchaus überliefert, möglicherweise auch von Gefolgschaftsleuten. Und dann wurden eben der Herr gelobt in Preisliedern, also seine Heldentaten, oder aber es wurden allgemein bekannte Heldengedichte, Heldengeschichten vorgetragen, wie wir sie aus dem Hochmittelalter im Nibelungenlied kennen, dessen Ursprünge im 5. und 6. Jahrhundert liegen. Die germanische Kriegergesellschaft, die Krieger feierten sich hier selber mit diesen Liedern und die Darstellung auf der Leier passt eigentlich in dieses Umfeld. Einzigartig ist die Ritzzeichnung auf der Vorderseite dieser Leier. Figürliche Darstellungen sind bei den Germanen äußerst selten. Jedes kleinste Detail ist für die Archäologin aufschlussreich. Ist die Gefolgschaft eines Heerführers dargestellt? Oder gefallene Krieger Wodans in Walhall? Barbara Theune-Großkopf ist auf eine überraschende Ähnlichkeit mit anderen Darstellungen gestoßen.
die Anordnung des Motivs mit einer Lanze in der Mitte und zwei Gruppen von je sechs Kriegern rechts und links davon lässt darauf schließen, dass die Vorlage aus dem Mittelmeerraum kommt. Und zwar kennen wir von dort spätantike Sarkophage, auf denen Christus zwischen seinen Aposteln dargestellt ist, und zwar jeweils sechs an einer Seite. Christus kann dann durch ein Kreuz ersetzt werden. Die beiden wichtigsten Apostel, Peter und Paul, fassen dieses Kreuz an. Es ist also sehr ähnlich wie in Trossingen, dort eine aufgepflanzte Lanze als Symbol für Herrschaft und für Macht. Und die beiden vordersten Krieger fassen jeweils an diese Lanze heran. Es könnte also durchaus sein, dass hier eine Vorlage aus dem christlichen Bereich Christus zwischen seinen Aposteln übertragen wurde in den germanischen Bereich, möglicherweise ein Herr zwischen seinen Gefolgschaftskriegern. Christliche Motive sind in Mode bei der germanischen Oberschicht und werden gerne kopiert. Allerdings meist ohne die Inhalte des Glaubens zu übernehmen. Denn viele Germanen halten nach wie vor an ihrer alten Götterwelt fest. Trotz der harten Arbeit gab man uns nur wenig Essen. Doch wieder half Frieda. Wenn mich der Hunger trieb, griff ich zu. Anders kannte ich es nicht. Doch Vitus sagte, der einzig wahre Gott verlange, nicht nur an sich selbst zu denken. Er sprach von Nächstenliebe. In der Bibel stehe, alle Menschen seien Brüder. Die Hungrigen müssen gespeist, die Kranken behandelt, die Gefangenen besucht werden. Das klang so ganz anders als Chlodwigs Worte über den Christengott, der ihm den Sieg gebracht hatte. Das 5. Jahrhundert ist eine Zeit des Umbruchs und der Krise. Viele Menschen glauben, dass ihre alten Götter nicht mehr helfen können. Nächstenliebe, Barmherzigkeit und die Aussicht auf Erlösung im Paradies sind Verheißungen, von denen die unteren Schichten der Gesellschaft angesprochen werden. Auch wenn Kirchenväter wie Augustinus den Missstand der Sklaverei lange Zeit tolerierten und sogar rechtfertigten. Vitus hatte auch davon gesprochen, nie die Hoffnung aufzugeben. Sollte er in dieser Nacht Recht behalten? Frieda erklärte, der Zeitpunkt sei günstig für uns, die Flucht zu wagen. Vitus hatte sie in heimlichen Gesprächen vom christlichen Glauben überzeugen können. Vitus hatte recht. Es war nicht nötig, die Wache zu töten. Meinen Befreiern zuliebe ließ ich davon ab. Als sich unsere Wege trennten, gab Vitus mir seinen Ring. Er sei das Zeichen für seine Glaubensbrüder. Überall könnte ich nun Christen um Hilfe bitten. Das christliche Symbol verzieren die Germanen mit ihrem heidnischen Glückszeichen des Sonnenrades. Diese Verbindung zeigt die Annäherung beider Kulturen. Goldblattkreuze finden Archäologen immer wieder in alemannischen Gräbern aus dem 5. Jahrhundert. Aber waren die verstorbenen Germanen deshalb bereits Christen? Wer ließ sich die Kreuze mit ins Grab geben? Am Anfang stehen hauptsächlich Angehörige einer progressiven Oberschicht, die zusätzlich zu ihren standesgemäßen Jenseitsausstattungen als Krieger oder als geschmückte Frau auch christliche Attribute mit in ihre Gräber bekommen. Sozusagen als Rückversicherung nach beiden Seiten, weil man wusste ja nicht, welcher dieser beiden Glaubensrichtungen vielleicht doch Heil versprechen kann. Als in späteren Zeiten Räuber die Gräber plündern, lassen sie allein die Kreuze aus kostbarem Blattgold zurück. Aus Angst vor der Macht des neuen Gottes. Ich dankte Vitus für alles, was er für mich getan hatte. Meine Gefangenschaft bei den Alemannen und seine Fürsorge hatten mich verändert. Jetzt sollte mein zweites Leben beginnen. Musik.
den germanischen Göttern, Mächte des Donners, des Krieges und des Todes, schwor ich für immer ab. Ich wollte von nun an als Christ leben. Zurück im Land der Franken erzählte man mir, dass Chlodwig sich bald taufen lassen würde und mit ihm seine fränkischen Krieger. Ich brach zu der Civitas Remorum auf. Wahrscheinlich im Jahr 496 lassen sich 3000 Franken mit ihrem König Chlodwig in der Kapelle der Civitas Remorum, dem heutigen Reims, christlich taufen. Dieser Übertritt zum neuen Glauben legt den Grundstein für das christliche Abendland. Gregor von Tours hat die Taufformel des Bischofs Remigius überliefert. Du aus dem Stamm der Franken, beuge dein Haupt, bete an, was du verbrannt hast, verbrenne, was du angebetet hast. Glaubst du an Gott, den allmächtigen Vater? Ich glaube, antwortet der König. Und Remigius tauft ihn im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Im Untergrund der Kathedrale von Reims suchen Archäologen nach dem Ort der historischen Taufe. Hier liegen die Fundamente einer fränkischen Kapelle aus dem 5. Jahrhundert. Darüber wurde später die Kathedrale errichtet. Lange glaubten die Archäologen, mehr sei aus der Zeit Chlodwigs nicht erhalten. Doch in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts machten sie eine völlig unerwartete Entdeckung. Sie fanden ein Taufbecken, das aus der Zeit der Völkerwanderung stammt. Vermutlich haben Chlodwig und seine Krieger hier den entscheidenden Schritt getan. Der Übertritt Chlodwigs zum Christentum sichert ihm die Unterstützung der Bischöfe, die wichtige Schaltstellen der Gesellschaft in dieser Zeit sind. Ein Mensch jener Zeit glaubt, dass er nicht selbst Herr seines Schicksals ist. Sein Schicksal liegt in den Händen der Götter und der wahre Gott ist derjenige, der mächtig ist, der den Sieg geben kann. Das ist es, was sich wohl bei der Schlacht von Zülpich ereignet. Dabei war für Chlodwig das Aufgeben der traditionellen Götter ein riskanter Schritt, denn ein germanischer König hat in seinen Adern das Blut der Götter. Er gehört gewissermaßen zur Familie der Götter. Diese Götter zu verleugnen, birgt die Gefahr, sein Volk zu verlieren. Deshalb hat Chlodwig lange gezögert. Und tatsächlich hat er sich erst taufen lassen, als ihm ein Teil seiner Krieger folgte. Die Kathedrale von Reims ist ein Symbol für die Geburt des christlichen Europa. Über dem Nordportal erinnert eine Reliefgruppe an das welthistorische Ereignis. In der Galerie der Könige werden die christlichen Nachfolger Chlodwigs, der den heidnischen Göttern abgeschworen hatte, zu Zeugen seiner Taufe gemacht. Unmittelbar nach der Taufe wird Chlodwig zum christlichen König gesalbt. Im Verständnis der Zeit wurde er damit durch göttliche Gnade König. Ein Schrein erinnert an das legendenumwobene Ereignis. Das Salböl soll eine Taube vom Himmel gebracht haben, in einer Ampulle, die nie leer werde. Seitdem ließen sich alle französischen Könige mit diesem heiligen Öl salben. Nach unserer Taufe wollte ich als Mönch mein Leben ganz in den Dienst des wahren Gottes stellen und seine Botschaft unter die Menschen bringen. Mit viel Geduld lernte ich, Federkiel und Tinte zu gebrauchen. Für uns Franken eine sehr ungewohnte Tätigkeit. Auch lesen musste ich erst einmal lernen. Als ich mit der Heiligen Schrift und den Regeln der Kirche gut vertraut war, schickte mich Bischof Remigius auf Reisen, so wie es in der Bibel geschrieben steht. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Auch nach der Taufe Chlodwigs verbreitet sich das Christentum zunächst nur langsam unter der fränkischen Landbevölkerung.
Viele Germanen sehen keinen Grund, den jahrhundertealten Glauben an die Götter ihrer Ahnen aufzugeben. Seit Chlodwigs Übertritt zum Christentum verbreiten die fränkischen Herrscher den neuen Glauben in ihrem Reich. Mit dem Wort und mit der Waffe. Quellen aus späterer Zeit berichten, dass damals die heiligen Bäume der Germanen kurzerhand gefällt wurden. Nur selten wirkte die Kirche mäßigend, wie von Papst Gregor dem Großen überliefert. Keineswegs sollen die falschen Heiligtümer zerstört werden. Nein, das Volk soll im Herzen den Irrtum ablegen und an den alten Stätten nunmehr den wahren Gott anbeten. Vor allem bei der armen Bevölkerung fasste das Christentum Fuß. Als nur noch konservative Angehörige der Oberschicht weiterhin ihre Toten mit Beigaben nach der alten Sitte bestatten, beerdigt die Normalbevölkerung ihre Toten ohne Beigaben an den Kirchen, im Schutz der christlichen Kirche. Nicht zuletzt, ökonomische Gründe können den Ausschlag gegeben haben, weil es natürlich billiger ist, für seine Verstorbenen, für den wertvollen Verstorbenen Seelenmessen lesen zu lassen, als ihn mit seinem materiellen Besitz ausgestattet ins Grab zu legen, weil dadurch jedes Jahr erhebliche Mengen an Edelmetall, wertvollen Waffen, Gegenständen dem Wirtschaftskreislauf entzogen werden und unter die Erde kommen. Heidnischer Goldschmuck wie dieser ist nach und nach nur noch selten in germanischen Gräbern zu finden. Während der Kontinent christlich wird, bleibt das Land der Angelsachsen den germanischen Göttern treu. Noch im 7. Jahrhundert müht sich der Römer Paulinus, Könige und Fürsten der Angeln und Sachsen zu bekehren. Die Chronik des Paulinus berichtet nicht nur von seinen Taten am Hof in Jevering, sie gibt auch eine detaillierte Beschreibung der Landschaft, die den germanischen Königssitz umgab. Anhand dieser Beschreibung gelang es Archäologen in den 50er Jahren, aus der Luft die Anlage zu entdecken. Bei der Ausgrabung wecken ungewöhnliche Spuren im Boden ihre Aufmerksamkeit. Zwar sind es für die Bauten der Germanen typische Pfostenlöcher, doch ihre Anordnung ist einmalig. Einem britischen Archäologen sollte es gelingen, das Geheimnis von Jevering zu lüften. Brian Hope Taylor. Heute liegen die Original-Ausgrabungspläne des Archäologen im Archiv von Edinburgh. Akribisch hatte Brian Hope Taylor die Spuren des einmaligen Baus vermessen und dokumentiert. Rekonstruktionszeichnungen halten seine Forschungsresultate fest. Eine Rednertribüne stand auf dem Tingplatz in Jevering. Eine ungewöhnliche Kombination aus römischem Theater und germanischem Kultplatz. Wurde das Ting-Theater für den Missionar Paulinus errichtet? Die Quellen überliefern, dass er 36 Tage lang vor den Angelsachsen predigte, bis sich König Edwin taufen ließ. Doch nicht nur das Ting-Theater, der ganze Königssitz konnte rekonstruiert werden. Residenz ist die große Halle im Zentrum der Anlage. Hier finden Versammlungen, Empfänge und Gelage statt. Direkt daneben eine Viehweide, für den Festschmaus an der königlichen Tafel, aber auch für Opfer an die Götter. Denn unweit vom Ting-Theater wurden in einem Gebäude zahllose Ochsenschädel gefunden, wahrscheinlich die Reste von heidnischen Tieropfern. Paulinus wandelte diesen Tempel in eine christliche Kirche um. Unser König Chlodwig musste sich noch gedulden, bis er als christlicher Herrscher von den Mächten Europas anerkannt wurde.
Doch dann erwartete ihn in der Basilika von Tours eine Gesandtschaft aus dem Oströmischen Reich. Endlich war Chlodwig an seinem Ziel angelangt. Gregor von Tours hat das denkwürdige Ereignis im Jahr 508 beschrieben. Damals erhielt Chlodwig vom oströmischen Kaiser in der Kirche des heiligen Martinus den Titel Konsul. Er schmückte sein Haupt mit einem Diadem und nahm den Purpurrock an. Von diesem Tag an wurde er als Konsul oder Augustus der Erhabene angeredet. Mit den Machtinsignien aus Ostrom wird die Herrschaft Chlodwigs legitimiert. Vor allem in Frankreich ranken sich viele Legenden um den ersten christlichen Frankenkönig. Im Musée Saint-Rémy in Reims, der Krönungsstadt der französischen Könige, ist Chlodwigs Geschichte auf eindrucksvollen Wandteppichen aus dem 16. Jahrhundert dargestellt. Der einst heidnische Heerkönig der Franken wird als Wegbereiter des Christentums verehrt und als Genie de la France gefeiert. König Chlodwig gilt den Franzosen als Begründer ihrer Monarchie. Auf diesem Teppich wird er bei der Schlacht von Zülpich als Kämpfer in mittelalterlicher Rüstung gezeigt. Chlodwigs Übertritt zum Christentum findet seinen Niederschlag in der Legende von den Kröten und den Lilien. Donc derrière nous sur la tapisserie qui représente le baptême de Clovis. Auf dem Wandteppich, der die Taufe Chlodwigs zeigt, finden wir ein sehr wichtiges Motiv aus der Wappensymbolik des fränkischen Königreichs. Auf der Tunika, die Chlodwig während der Schlacht von Zülpich trägt, befinden sich Kröten. Sie sind eine Erfindung der Mönche des Mittelalters, die darin die Verkörperung des Bösen sehen wollten, das im Heidentum steckt. Chlodwig hat in der Schlacht den Sieg davongetragen. Und als er anschließend zum christlichen Glauben übertrat, haben die Kröten sich auf wundersame Weise in wunderschöne Lilienblüten verwandelt und wurden so das Symbol des Königreichs der Franken. Chlodwig ist der erste König der Franken, der sich in einer Kirche bestatten lässt. Sein Sarkophag befindet sich heute Seite an Seite mit den Grabmälern von über 150 französischen Königen und Königinnen in der Basilika Saint-Denis in Paris. Es ist die größte Ansammlung von Grabdenkmälern der Welt. Fast alle gekrönten Häupter Frankreichs sind hier bestattet. Aus den Dynastien der Merowinger, Karolinger, Kapetinger und Bourbonen. Friedhof der Könige nannten französische Chronisten im Mittelalter die Basilika Saint-Denis. 100 Jahre nach Chlodwigs Tod zieht Gregor von Tours Bilanz. Er tötete die gegnerischen Könige und schlug die feindlichen Völker. Die Freundlichen befriedete er. Sein Reich hinterließ er ungeschwächt und unverletzt. Mit wie viel Blut diese Erfolge erkauft wurden, erwähnt Gregor allerdings nicht. Ich will auch in Zukunft den Weg des rechten Glaubens gehen. Vielleicht wird eines Tages die Welt eine bessere sein. In den nächsten Jahrhunderten verschmilzt die fränkische Kriegerkultur mit der römisch-christlichen Zivilisation. Diese Verbindung wird das Mittelalter prägen. Der Frankenkönig Karl der Große wird 300 Jahre nach Chlodwig als Pater Europae, als Vater Europas gefeiert.
Unter ihm erreicht seinen Höhepunkt, was unter Chlodwig begann.